Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete, nachdem ich das hier zu hören bekommen habe, habe ich mich spontan entschieden, hier noch ans Rednerpult zu gehen, weil was wir hier erlebt haben, war ja, dass der Abgeordnete der AfD im Stile eines Bajazzos hier das Land schlecht geredet hat. Ja? Und wenn man das mal nur einer oberflächlichen Prüfung also halt unterzieht, dann sind das ja Dinge, die so nicht zutreffend sind. Natürlich hat das Land Mecklenburg-Vorpommern also seine Probleme. Wir haben natürlich also halt unsere Probleme. Das Thema Dünnbesiedlung, das Thema demografischer Wandel und so weiter und so fort, das sind ja Dinge, die von uns gar nicht in Abrede gestellt werden. Aber wenn man sich also halt die Situation mal wirklich anguckt, dann war die Arbeitslosigkeit in Mecklenburg-Vorpommern seit ewigen Zeiten nicht mehr so gering, wie das heute der Fall ist. Wenn wir uns die Entwicklung der Löhne angucken, dann muss man sagen, also die Leute verdienen mehr in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben noch vor Jahren also das Problem gehabt, dass Auszubildende hier keine Lehrstellen fanden. Heute ist die Situation so, dass man sagen muss, also der Arbeitsmarkt hat sich völlig gedreht. Jeder, der in Mecklenburg-Vorpommern arbeiten will, findet heute hier einen Arbeitsplatz. Wir haben eher die Schwierigkeit, dass wir Arbeitsplätze nicht besetzen können und so weiter und so fort. So. Und jetzt gucken wir uns doch mal also das inhaltlich an. Der Jesus Fernandes redet davon, dass es hier darum geht, also symbolhaft irgendwas zu machen. Und dann fängt er an, eine Latte also halt von Schwierigkeiten aufzuzählen. Das ist ja die Frage, mit welchen Symbolen kriegen Sie denn also halt die von Ihnen vorgetragenen Probleme weg? Also wenn es tatsächlich so ist, dass Leute so halt auspendeln und dass dies und das und jenes und dem drücke ich jetzt eine Babybox in der Hand, was hat er davon? Was verändert das entscheidend an seiner Situation? Und wenn man sich dagegen anguckt, also was für Maßnahmen zum Beispiel hier von der Landesregierung unternommen werden, beim Thema, die Ministerin ist darauf eingegangen, Beitragsfreiheit für Kitas. Da haben die Leute richtig was in der Tasche. Wenn ich keine Kita-Beiträge mehr zu zahlen habe, das ist richtig Nettoentlastung. Teilweise von mehreren hundert Euro, die jemand wirklich in der Tasche hat. Für seine Familie, für sich und für seine Kinder. Da muss man sagen, ist das doch also Quark und eine Petitesse, was Sie hier vorbringen. Das kann man doch nicht wirklich also unter ernsthaften Politikversuch kann man das doch nicht bewerten. Das ist doch einfach nicht zu fassen. Ja? Und vor allen Dingen, es läuft ja immer also halt noch dem gleichen Muster ab. Die AfD also halt kommt hier hin und sagt, naja, also wir werden marginalisiert. Die etablierten Altparteien sind alle gegen uns. Und man wird nicht ernst genommen. Und abgehoben sind sie allemal, weil sie nicht mehr mitkriegen, also halt, was letztendlich so das Thema das Volk jetzt so will. Wobei die Frage zu stellen ist, was ist eigentlich das Volk? Das, was ich erlebe, ist, so, dass Menschen also halt in unserem Land ganz unterschiedliche Auffassungen, Interessen und Neigungen haben. Und dass man nicht sagen kann, da sollt hier die Altparteien also treten den Volkeswillen mit Füßen. Das ist alles irgendwie so halt populistischer Kram, also halt, der uns vorgetragen wird. Und wenn man sagt, also sie werden also halt ausgegrenzt und nicht richtig ernst genommen, dann gucken Sie sich doch mal an, also halt, mit welchen Vorschlägen Sie hier vorne am Mikrofon stehen. Hier kommt jemand und sagt, ja, wir machen Babybox nach finnischem Vorbild. Wir wollen damit Symbole setzen. Wir wollen jetzt hier den Leuten da so halt da in irgendeiner Form was Kleines Gutes tun. Und im nächsten Satz fangen sie dann an, so an das Land schlecht zu reden. Wie soll man denn damit umgehen, wenn man hier ernste Politik machen will und seit Jahren auch macht, wie man im Grunde an der Entwicklung des Landes feststellen kann. Übrigens gibt es belastbare Umfragen, die noch nicht alt sind, wo ganz klar also die Menschen in diesem Land sagen, hier kann man gut und gerne leben. Mecklenburg-Vorpommern ist ein Land quasi halt so zum Leben. Und das, was Sie hier machen, hat doch Trumpschen Charakter. Da geht es doch darum, also halt alles in die Tonne zu treten. Und ich sage Ihnen ganz deutlich, das machen wir nicht mit. Ja? Das wollte ich noch mal klarstellen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.